Löwenzahn. Heute pack ich was aus. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, scheibchenweise eingepackt. Na ja, so. Guten Morgen. Wenn man einen guten Tag haben will, muss man auf jeden Fall gut frühstücken. Jawohl. Oh, leer. Na, das ist ja eine schwebende Milchtüte, die einfach in der Luft liegen bleibt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Nein. Ich glaube, ich träume. Merkwürdig. Was ist denn das? Und wie kommt das hierher? Wer war das? Da muss mir doch einer seinen ganzen Müll in den Garten gekippt haben. Das ist ja der Gipfel. Der Müllgipfel ist das. Na warte, wenn ich diesen Umweltverschmutzer erwische... Verantwortungslos ist das, die Umwelt so bis zum geht nicht mehr zu verschmutzen. So, das muss doch rauszukriegen sein, wer mir hier seinen ganzen Müll in den Garten gelegt hat. Eine Milchtüte. Sehr interessant. Ja, gesund will er leben, nicht? Aber mir hier den ganzen Garten verdrecken. Joghurt mit Geschmack. Na nu, das ist doch... Das ist doch mein Schuh. Wie kommt denn der hierher? Ein Paket. Aha. Jetzt lässt sich der Wüstling feststellen. Jetzt habe ich ihn. Denn das hier, das ist seine Adresse. Die kann ich doch noch entziffern. An Peter L. U. Lustig. An Peter Lustig. Das bin ja ich. Das heißt also, dass dieses Paket für mich ist, für mich war. Nein, das würde ja bedeuten, dass ich hier diese... Nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diesen Müll hier... Also, und wenn, dann ganz selten mal, nicht? So ganz wenig. Aber eigentlich... Eigentlich nie. Aber wenn ich mir es richtig überlege, ich muss zugeben, es ist mein Müll. Es ist alles mein Müll. Ein starkes Stück. Na ja, klar, immer wenn ich irgendwas leer gegessen habe, habe ich die Verpackung weggeschmissen. Man kann ja nichts mehr damit anfangen. Hier, alles Verpackung. Schachteln, Gläser, Flaschen, Becher, Dosen, das... Was soll man damit noch anfangen? Kein Mensch kann mit all dem Kram noch irgendwas machen hier. Verpackung, alles Verpackung. Was soll man mit diesem ganzen Verpackungskram? Also, so kann es nicht weitergehen. Nein, sonst versinkt mir noch der ganze Bauwagen am Ende in einem riesigen Haufen von leeren Verpackungen. Nein, ich habe mir was überlegt und ab heute will ich es mal ganz anders machen. Aber Moment, erstmal muss ich... Jetzt, hier, ja. An die städtische Müllabfuhr von mir. Hiermit beantrage ich auf dem schnellsten Weg eine Mülltonne. Liebe Grüße, Peter Lustig. Ja, das darf ich nicht vergessen, in den Briefkasten zu werfen. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg. So. Wozu das alles gut ist hier? Das sage ich noch nicht.
Das werdet ihr schon sehen. Hier gehe ich immer einkaufen. Im Supermarkt. Auf Deutsch Selbstbedienungsladen. So. Na, dann will ich mal. Nun guckt euch an, was hier alles aufgetürmt ist. Hm? Verpackung, nichts als Verpackung. Alles, was man zum Essen und Trinken braucht, ist hier verpackt. Aber nicht mehr für mich. Sogar der Kuchen ist verpackt. Ah, die Marmelade. Wo ist denn hier die Erdbeermarmelade? Ach, hier. Ja. Wie viel ist denn da nun drin? 450 Gramm, ja. Mit oder ohne Glas? Oder wie? Na, erst mal probieren. Hm? Ja, die ist gut. Aber das Ganze ist mir zu viel. Das reicht. So, wo war denn das hier? Ja. So, Milch. Die geht. Milch im Plastiksack. Nee, darauf falle ich nicht rein. Denn doch lieber dieses hier. Hier ist ein Datum drauf, ja. 23.06. Bis dahin ist sie haltbar. Aber weiß man's? Lieber probieren. Ups, ja. Hm? Die ist noch gut. Die nehme ich. Aber den Karton nehme ich nicht. Ich habe was Besseres hier. Die gute alte Milchkanne. Jawohl. Die ist viel praktischer. Ich kann sie ja immer wieder verwenden. Das braucht man nicht. So, das war das. Was brauche ich noch? Käse brauche ich noch. Wo ist denn hier der Käse? Ach, können Sie mir mal sagen, wo der Käse... Das ist typisch. Kein Mensch da, den man fragen könnte. Nicht? Man muss alles selber machen, selber suchen. Da. Hier ist er. Ja. Alle Käse verpackt, in Plastik oder in Karton. Man kann ja noch nicht mal mehr dran riechen. Nee, nichts. Ja, Käse, aber viel zu viel. So viel brauche ich nicht. Wie kommt man denn hier rein? Wie schmeckt denn der überhaupt? Ja, eingeschweißt in Folie. Ja. Wie schmeckt denn? Ach so, da ist noch was drumrum. Nochmal Plastik. Das ist alles nochmal extra eingepackt. Ja. In so einem Selbstbedienungsladen wird man ja selten beraten und noch viel weniger bedient. Aber bitte, das ist ja der Zweck von so einem Laden. Man spart Verkaufspersonal. Und deshalb muss die Verpackung die Beratung übernehmen. Nicht? Hier steht zum Beispiel drauf, gut, dieser Käse wiegt so und so viel, hält sich bis dann und dann und kostet das und das. Naja, das ist eigentlich ganz praktisch, aber ich muss lesen, was draufsteht, aber es ist so unpersönlich. Hm? Und hier drauf steht nicht, wie dieser Käse riecht oder wie er wirklich schmeckt. Und deshalb muss ich natürlich erstmal probieren. Hm? Also gut, ich nehme zwei Scheiben. Das langt für morgen und der Rest kommt hier rein. Auf manchen Verpackungen nun sind ja noch Fotos drauf, damit man sich vorstellen kann, was vielleicht drin sein könnte. Ne? Zum Beispiel hier
in diesen Tüten. Na? Hier, zum Beispiel. Ja. Was ist hier drin? Also, ne, eine schöne Suppe, ein silberner Löffel, eine Suppenterrine, Zwiebeln, Fleisch und Brot. Ja, nun wollen wir mal sehen. Aha. So. Ja, habe ich mir gedacht. Ein trockenes Pulver. Kein Löffel, keine Terrine, keine Zwiebeln, kein Fleisch. Nee, na, was sieht nun besser aus? Dieses traurige Häufchen hier oder dieses schöne Foto? Hm? Ich bin richtig enttäuscht. Nee, das ist nichts für mich. Mm-mm. Seltsam, ist ja viel zu wenig Marmelade in den Gläsern. Da ist ja keine Milch drin. Komisch. Ah ja, ja. Wie? Gleich 10? Ich brauche nur 2. So. Mehl. Ja, aber nicht so viel. Mhm. Salz. Mhm. Ein Fässchen voll, bitte. Waschpulver. Ja, mein Gott, so viel. Ja, das hier. Aber ohne Karton. Hier ist ja gar nicht geputzt worden, Sigurd. Gehst du mal bitte das Mehl holen. Reis, Reis, Reis. Ah, hier. Aha. 4 Kochbeutel. Ja, das sind genau 3 zu viel. Ich brauche nur einen. Ja, hier. Dieser ganze Verpackungskram, der hat auch eine Menge mit Reklame zu tun. Der Verbraucher, also ich und ihr, der soll möglichst viel kaufen. Viel mehr, als er eigentlich braucht. Und dann isst man das natürlich auch, was man gekauft hat, damit es nicht schlecht wird und wird dick und fett. Und das ist überhaupt nicht gut. Also beim Einkaufen prüfen. Vergesst all die Reklamesprüche und prüft die Packung. Wir leben nun mal in einem Reklameland. Das ist sowas wie Alice im Wunderland. Flunkerland. So, na denn. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Alice. Sie ging jede Woche mit ihrer Mutter in den Supermarkt einkaufen. Während ihre Mutter den Einkaufskorb füllte, blieb Alice manchmal stehen, um die bunten Wörter auf den Verpackungen zu entziffern. Denn sie hatte gerade lesen gelernt. Eines Tages sah sie zwischen all den Kartons und Schachteln eine große graue Tür. Auf die war mit weißer Farbe kein Ausgang geschrieben. Und Alice dachte, alles, was kein Ausgang ist, müsse wohl ein Eingang sein. Sie berührte vorsichtig die Türklinke. Als ob die Tür darauf gewartet hätte, sprang sie weit auf. Alice hörte in der Ferne süße Musik und lief einige Schritte darauf zu. Da wurde sie von einem heftigen Wind erfasst, der sie herumwirbelte und immer tiefer in den Gang zog. Alice wollte sich festhalten, aber da landete sie auch schon auf ihrem Po. Und wo? In einer lustigen und wundersamen Stadt. Alle Häuser waren mit großen bunten Buchstaben verziert. Und was die Häuser für Formen hatten. Einige sahen wie Flaschen aus, andere wie Pappkartons. Auf einer Leuchtschrift konnte Alice Flunkerland lesen. Alles bewegte sich und blubberte wild durcheinander. Und zwischen den Häusern standen fröhliche, ja glückliche Menschen mit Sprechblasen vor dem Mund. Ein kleiner Junge steckte sich Süßigkeiten in den Mund und sagte dazu, nur Küsschen schmecken besser. Seine Mutter hatte überhaupt keine Sorgen. Die warf immer wieder die Arme in die Luft und rief, Wäsche gut, alles gut. Wäsche gut, alles gut. Da, das Puddingparadies. Ein dicker Koch tanzte unter Regenbögen und sang dazu, umrühren, aufkochen, fertig. Alice wollte mit ihm ein Gespräch beginnen, aber jedes Mal, wenn sie sagte, ich bin A, steckte ihr der Koch einen Löffel Pudding in den Mund. Nach dem dritten war es ihr zu viel und sie lief, bis sie zu 2 Ketchupflaschen kam. Die waren hoch wie Kirchtürme. Alice hätte allzu gerne mehr über Flunkerland erfahren und die roten Zwillinge ausgefragt, aber die krähten nur, Qualität, Qualität, das war ihr zu dumm. Dann traf sie eine Katze, die flötete in den höchsten Tönen, dass Trockenfutter günstig, lecker und frisch sei. Das kam alles sehr merkwürdig vor.
Und diese Fische, die im Ölsardinenbüchsen-Cabriolet spazieren fuhren, wollten, dass man sie aufisst. Das wunderte Alice noch mehr. Plötzlich öffnete sich ein Fabriktor und gelbe Kartons kamen auf Alice zu. Viele Hände boten ihr Süßigkeiten an, aber wenn Alice etwas nehmen wollte, zuckten die Hände zurück und Preisschilder erschienen. Das machte Alice sehr wütend. Da erschien ein großer Kopf über der Fabrik und sagte, wenn du etwas haben willst, dann musst du es bezahlen. Nun merkte Alice, dass man ihr etwas vorflunkerte, vom Glück, vom Paradies und vom Alles ist gut. Und sie erkannte, dass der Kopf nur Geld verdienen will. Darum sagte sie, nein, ich brauche nichts. Da weinte der Kopf eine Träne und klagte, wenn du von mir nichts kaufst, dann raucht mein armer Schornstein nicht. Das war Alice zu viel und sie rannte einfach drauf los und rannte, bis sie plötzlich an zwei große Beine stieß. Da reichte ihr eine Hand eine Tafel Schokolade und sie erkannte ihre Mutter, die sagte, magst du Schokolade? Doch Alice mochte die Schokolade nicht. Hallo, was soll das denn? Wer macht denn so einen Unsinn mit dem Waschpulver hier? Muss ja sofort geputzt werden. Wenn ich den erwische, kann ich den ganzen Laden wieder putzen lassen und ich weiß doch nicht, welche Verpackungen aufgemacht worden sind. Also, mein Herr, bitte Sie, das ist doch allerhand. Was soll das denn? Guten Tag, Lustig ist mein Name. Ja, guten Tag, so geht das nicht. Bitte Sie, schließlich bin ich der Geschäftsführer und für diesen Supermarkt verantwortlich. Was soll denn der Blödsinn? Ja, Blödsinn, das ist genau das richtige Wort für diesen ganzen Verpackungsblödsinn hier. Sie wissen doch, jede aufgebrochene Packung müssen Sie bezahlen. Natürlich bezahle ich die Ware. Aber was ich nicht bezahle, das ist die Verpackung hier, dieses ganze unnütze Zeug. Das lasse ich hier. Was ich mitnehme, ist nur das, was ich wirklich brauche. Ah, das geht nicht. Die Ware wird verpackt, geliefert. Fabrik frisch. Ich kann doch nicht alles Stück für Stück auspacken. Dann muss ich ja wieder Leute einstellen und die kann ich dann nicht bezahlen. Mein Herr, Sie haben die Idee eines Selbstbedienungsladens gar nicht begriffen. Die habe ich sehr wohl begriffen. Deshalb bediene ich mich ja auch selbst. Aber wissen Sie, in so einem Laden wird man nicht mehr beraten. Nur noch von den Verpackungen. Ich denke manchmal, ich stehe im Wald. Lieber Herr, wenn Sie sich beschweren wollen, haben Sie natürlich das Recht dazu. Aber sehen Sie mal, Verpackungen haben doch auch etwas Gutes. Sie haben einen großen Nutzen. Hier, Sie können zum Beispiel gleiche Portionen machen. Der Inhalt hat doch immer das gleiche Gewicht. Der Preis ist immer gleich, die Qualität ist immer gleich. Schon, aber ich nehme nur das mit, was ich wirklich brauche. Ja, und wie, lieber Herr, soll dann die Mitarbeiterin an der Kasse feststellen, was wie viel kostet? Der Preis steht doch hier auf der Verpackung und nicht auf Ihren Näpfen. Hier müssen Sie schon alles nehmen oder nichts? Alles oder nichts? Das ist ja eine Erpressung. Das ist alles oder nichts. Wenn das so ist, dann nehme ich überhaupt nichts mit. Aber bitte haben Sie doch ein Einsehen. Wenn ich nicht kaufen kann, wie ich will, dann kaufe ich gar nichts. Bitte schön, Mehl, Salz, ja, aber, entschuldigen Sie mal. Aber ohne Verpackung geht es doch gar nicht. Sehen Sie mal. Sie ist doch sowieso im Preis mit enthalten. Und der Kunde freut sich über jede bunte Schachtel, Dose, Papier. Zu Weihnachten und zu Ostern werden doch auch Geschenke eingepackt. Und überlegen Sie doch mal, wie einfach der Einkauf in einem Selbstbedienungsladen ist. Das alles ist ganz übersichtlich. Man braucht nicht mehr abzuwiegen. Man braucht nicht mehr in Becher und Tüten umzufüllen. Man braucht keinen einzelnen Preis mehr zu errechnen. Das spart doch eine Menge Zeit. Das, vielleicht kommt noch ein Kunde auf die Idee und will probieren. Das, stellen Sie mal den Aufwand vor. Probe kochen, Probe essen. Gar keine schlechte Idee. Aber ich habe jetzt auch eine gute Idee. Ich gehe jetzt auf den Markt einkaufen. Da kriege ich die Ware frisch und ohne Verpackung. Und ich kann sie probieren. Aber Verpackung ist doch alles. Diese bunten Schachteln, Kartons, Dosen, Plastikbecher, durchsichtige Folien. Der Kunde ist König, nimmt aus den Regalen, was er will, geht zur Kasse, bezahlt und schon ist der Einkauf beendet. Sie wollen doch nicht etwa die ganze Verpackungsindustrie stilllegen? Nein, sicher nicht. Ich habe da eben vielleicht ein bisschen übertrieben. Das sind ja schließlich fleißige Leute, die da arbeiten. Und sie machen auch sinnvolle Dinge. Pappe zum Beispiel. Ich habe nichts gegen Pappe. Ich habe auch nichts gegen Maschinen, die aus Pappe Kartons machen.
Sie schneiden die Pappe, biegen und falten sie und spucken dann irgendwo Kartons aus. Die sind praktisch. Da kann man alles Mögliche hineintun. Aber ich fürchte, diese fabelhafte Maschine hier, die macht nicht nur Schachteln, die tut auch gleich was rein. Ja, so ein Pulver. Ja, das muss doch nicht sein. Es gibt auch Tüten, und da kann ich mir es selbst reintun. So viel, wie ich gerade brauche. Dosen, ja, die sind praktisch. Wenn man im Sommer Gemüse erntet, kann man es in Dosen einmachen. Und hat im Winter auch noch was davon. Gläser sind auch was Feines. Da kann man auch was drin einmachen und sich was aufheben. Meinetwegen auch Marmelade. Was gibt es für komische Maschinen? Na, die Apfelsinen, die werden Sie doch nicht auch etwa. Die kann man doch so mitnehmen. Das muss das sein? Wenn ich jetzt nur zwei haben will, was dann? Na, und die armen Tomaten. Und die Paprika. Warum wird denn das alles zugeschweißt? Jetzt kann man nichts mehr riechen und hat eine Menge Abfall. Neue Kartoffeln, eigene Ernte, direkt vom Land. Na, junger Mann, schon mal so eine gute Ware gesehen? Sieht gut aus, ja. Goldgelb, festkochend. Mhm. Wie viel darf es denn sein, der Herr? Ja, so 2 Pfund, aber kleine bitte, kleine. Die muss ich nicht so lange kochen. Selbst ist der Mann. Suchen Sie sich Ihre Kartoffeln aus. Ach, selber? Ja. Ja, die. So, das lang. So, das wären genau 2 Pfund und 150 Gramm. Darfst du recht sein? Ja, nee, nicht in die Tüte. Gleich hier rein. Recht haben Sie. Für was hat eine Kartoffel eine Schale? Jede Kartoffel ist ja schon verpackt. Na, sag ich doch. Danke. Wie wär's mit einem schönen Blumenkohl? Mhm. Ja. Ha? Und auch schon so schön verpackt, in grünen Blättern. Ja, den nehme ich. Macht 2,85. Ja. Ich rein damit. Kann es noch was sein? Vielleicht ein paar Apfelsinen? Ja, sind die süß? Oh, zuckersüß. Wollen Sie mal probieren? Mhm. Ja, gerne. Danke. Hm? Natürlich muss zuerst die Schale, also die Verpackung ab. Die Verpackung muss ab. Mhm. Mhm. Gut, was? Nicht gut. Dann nehme ich 4. Ja? Mhm. 1, 2, 3, 4. Mhm. Dankeschön. Sind die Tomaten auch fest? Natürlich sind die fest. Fassen Sie ruhig an. Ach, bitte. Wir verkaufen doch keine Antiquitäten. Ja, die ist gut. Nehme ich einen Pfund, bitte. Ja. Sowas durfte ich im Supermarkt nicht. Wenn man sich hier so umsieht auf dem Markt, da merkt man, dass eigentlich eine ganze Menge Lebensmittel von Natur aus schon ganz fabelhaft verpackt sind. Zum Beispiel hier, so eine Gurke. Hat eine schöne, feste Schale. Oder... hier, die Erbsen. Ganz toll verpackt. 2, 4, 6, 8, 9 Erbsen in einem so schönen Etui, Schote. Na, und die Melone. Eine fabelhafte Verpackung.
Hallo? Ist hier jemand? Ja, ja, hier bin ich. Guten Tag. Guten Tag. Hier bei Lustig? Ja, sind Sie richtig. Schön, hier, dass Sie kommen. Ihre Mülltonne. Aha. Jeden Dienstag und Freitag. Jeden Dienstag und Freitag, das verstehe ich nicht. Ist doch logisch. Jeden Dienstag und Freitag Entleerung. Ach so, alles klar. Danke. An der Straße aufstellen. Ich? Auf der Straße? Die Mülltonne. Ach so, gut. Was sehen meine entzündeten Augen? Man, das haben sie aber toll vorsortiert. Ja, so kann man das wiederverwenden. Da lacht der Umweltschützer und der Müllmann wundert sich. Ja, ist doch klar. Das hier ist mein organischer Abfall. Speisereste, Obstschalen und so, die kommen auf den Komposthaufen. Und die Flaschen kommen in den Glascontainer an der Ecke. Reisglas im Buntglas schon hier getrennt? Alle Achtung. Hm. Papierabfälle hier, die kommen in den Papiersammelbehälter. Ja, so kann man alles wiederverwerten. Recycling, ich sag's ja. Hm. Und hier die Plastikabfälle und Dosen und Tüten, die kommen in Ihre Tonne. Und den holen wir dann ab. Jeden Dienstag und Freitag. Ja, und was machen Sie eigentlich damit? Oh, aus den Kartons und Schachteln. Da will ich Pappfiguren bauen. Das kann aber dauern. Ja, das kann dauern. Ja, ich muss dann wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Dank auch. Ja, und denken Sie dran. Jeden Dienstag und Freitag. Ich denke dran, ja. Und wann holen Sie es dann ab? Hallo. Da könnt ihr mal sehen, was man mit alten Verpackungen und Kartons noch so machen kann. Sind doch sonst zu nichts mehr Nütze. Schöne Masken kann man draus machen und Figuren. Und mit den Figuren kann man doch auch Geschichten erzählen und sich vorspielen. Zum Beispiel, naja, die Geschichte von einem müden Karton und, von einer alten Schachtel. Der müde Karton war groß und bunt und sehr majestätisch anzusehen. Das wusste der und er stand den ganzen Tag stolz herum und ließ sich bewundern. Da kam eine alte Schachtel des Wegs, sah den müden Karton und verliebte sich in ihn. Sie versuchte, mit dem müden Karton zu sprechen, aber der antwortete nicht und schaute immer nur in eine Richtung. Da dachte die alte Schachtel, dass sie nicht schön genug sei für den müden Karton und fing an zu tanzen. Sie machte zierliche Drehungen, wiegte sich in den Hüften, sprang Spiralen und tanzte so schön sie nur konnte. Dabei sprang sie in die Luft, immer höher, immer höher. Oh, und plötzlich stand sie vor etwas, was sie noch nie gesehen hatte. Es war Willi, der Hund. Und der ist nicht aus Pappe. Wie dann die Geschichte weitergegangen ist, das weiß ich auch nicht. Das könnt ihr euch ja selber ausdenken. Oder besser noch, geht mal in die Küche und besorgt euch ein paar alte Verpackungen oder Kartons und macht was draus. Ihr wollt doch nicht den ganzen Tag in die Glotze gucken. Hm? Immer in eine Richtung, so wie dieser müde Karton hier. Also, ihr wisst schon Bescheid. Abschalten. Genau. Ich hab noch zu tun. Tja. Hm.